Hallo lieben, Christian Schimmer, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter. Teampsychologe habe ich schon lange nicht mehr gemacht, habe ich früher ganz viel gemacht. Teambuildings. Es gibt auch noch meine Seite, Alstertal Coaching, aber wegen Corona. Ja, aber auch vor Corona schon nicht mehr viel gemacht. Aber es ist eine ganz andere Story. Ich bin mal wieder sehr assoziativ hier unterwegs. Wir haben wieder eine wunderbare Mail und zwar von Karlovkov und er schreibt: Hallo Christian, ich habe durch deine Videos gesehen, was in meiner Beziehung falsch läuft und diese beendet. Seitdem geht es mir nicht so gut. Ich habe vor 4 Monaten eine Frau kennengelernt. Wir haben uns wirklich toll verstanden. Sie hat mir Häuser an einem See gezeigt. Eines davon möchte sie gern kaufen und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ihr zu leben. Lovebombing! Sie war aufgrund ihrer Selbstständigkeit natürlich stark beruflich eingebunden, aber wir haben uns regelmäßig gesehen und sie schrieb auch, sie möchte gerne mehr Zeit mit mir verbringen und dass ich unglaublich toll bin. Lovebombing sehr wahrscheinlich, wenn du mir schon schreibst. Habt ihr euch auch gedatet? Habt ihr euch properly gedatet? Einmal die Woche mit zunehmender Intimität, sexuelle Beziehungen aufgebaut? Ging das den ganz normalen Datingweg? Das ist viel wichtiger, als ob sie mit dir ein Haus kaufen will oder auch ob sie dich toll findet. Was hat sie gezeigt? Ohne ersichtlichen Grund wurden unsere Treffen nach 6 Wochen, noch nicht mal die 100 Tage, Mensch, kurzfristig abgesagt. Keine Zeit, viel Arbeit, Meerschweinchen krank, der Mixer in der Werkstatt und so weiter. Sie hat das Interesse verloren, warum auch immer. Also ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht sagen, warum. Aber es ist, wie es ist. Also hast du die online kennengelernt, womöglich. Guck dir mal meinen Datingkurs für Männer an, ob du an deinem Dating-Game, ob da irgendwas sein könnte. Wir denken ja immer über Bindungsangst, Verlustangst, aber manchmal ist es auch, dass Dating-Game einfach verbesserungswürdig ist. Hol dir mal ein Buch, der Liebescode, steht auch ganz viel über Dating drin. Wende das wirklich ganz strikt an, was da drin steht und guck, ob es besser wird und sonst müsstest du halt dein Liebeschip auch mal angucken. Aber gut, das kann schon mal sein. Das, also Strohfeuer gehen eben auch schnell aus und das ist, wenn Beziehungen so schon losgehen mit, dass nach 2 Dates gesagt wird, du bist so geil und ich will einen Hubschrauber mit dir kaufen und wollen wir nicht einen Alligatorfilm Farm auf Florida gründen, ist häufig halt ist halt eine Fantasiebeziehung, ist nicht viel dran. Deswegen kann ich nur immer wieder sagen, scheißt auf das, was gesagt wird. Vor allen Dingen im Online-Dating, scheißt komplett drauf. Ich würde da gar nicht mehr hinhören. Ich würde sagen, ja, alles klar. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier einen vernünftigen Dating-Prozess? Wie sieht's aus? Geht das in die richtige Richtung? Fühle ich mich wohl? Werden Dates eingehalten? Also wenn Dates abgesagt werden und es ist nicht gerade, weiß ich nicht, der Lieblingshund gestorben oder Außerirdische haben die ganze Stadt irgendwie unter ihre Kontrolle genommen. Ja. Und die Autobahn abgerissen. Also eigentlich kann man wirklich sagen, zu 99,999%, wenn Dates abgesagt werden, ohne ein Alternativdate oder einfach nicht nur kurz verschoben werden, ist der Drops gelutscht. Warum? Also mir wäre das scheißegal, warum. Es sieht halt deinen Wert nicht und fertig. Drauf geschissen, warum? Aber ja, es ist, wie es ist. Ne? Kannst es nicht zwingen. Und ja, da musst du dir mal überlegen, wird sie zu ihrem Job wo auch nicht kommen und absagen? Nee, natürlich nicht. Ne? Die Treffen wurden auch selten fix ausgemacht und dann vielleicht sehen wir uns. Ich kann nur sagen, mach mein fucking Material, das sag ich immer wieder. Weil da steht zum Beispiel drin, keine Vielleicht-Dates. Und das muss man einfach anwenden dann. Und dann, klar, dann wäre es vielleicht viel schneller auseinandergegangen. Und dann sagst du stattdessen, nee, sorry, habe ich keinen Bock drauf. Dann melde dich wieder, wenn du ein sicheres Date machen kannst. Das ist die einzige Art, damit umzugehen, ne? Sondern vielleicht sehen wir uns zwischendrin, haben wir uns 1 bis 2 Mal die Woche getroffen, aber nach dem 14 Mal der Absage, du wartest viel zu lang, wo sind deine Standards? Habe ich ehrlich gesagt, dass ich mich zurückgewiesen oder ich schlecht fühle. Siehst du daraufhin regelrecht ausgerastet. Oh.
Alter, du musst echt dringend dein Liebeschip umprogrammieren, weil das ist, geht gar nicht. Also, wie kann sie denn, also, sie behandelt dich schlecht. Und du lässt dich auch schlecht behandeln. Und dann sagst du, ich möchte nicht mehr schlecht behandelt werden. Und dann rastet sie aus. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwas fehlt hier in der Mail, aber lass die Finger von solchen Frauen, wirklich, ey. Lass es, ey. Ich benehme mich wie ein kleines Kind. Ja, das ist aber Projektion. Ja, sie hat doch so viel Arbeit und ich rede ja von so einem Mist wie Gefühle. Was willst du da noch zu sagen, ey? Next. Abhaken. Nicht gar keine Energie mehr geben, nicht drüber aufregen. Abhaken, next. So, ne? Das andere kannst du ja nicht machen. Hab mich zum Schluss bei ihr entschuldigt. Wofür? Also, ich kann ihr nichts, sei denn, du hast irgendwas nicht geschrieben. Warum entschuldigst du dich noch bei ihr? Wofür? Sie muss sich entschuldigen, ne? Wenn überhaupt, aber es macht gar keinen Sinn. Also einfach abhaken, weil das, ihr Interesse ist weg, warum auch immer. Ich könnte mir vorstellen, ich kenne sie nicht, dass sie jemand ist, der schnell irgendeinen Drama-Hype macht, dann aber auch schnell wieder weg ist. Eigentlich genau der Typ Frau, mit dem Männer in toxische Beziehungen gehen. Alle Männer daten den gleichen Typ Frau, denke ich manchmal. Lass es. Mach dir keinen Gedanken drüber, hack's ab. Ja. So, was ein Fehler war. Seitdem sehen wir uns einmal die Woche oder auch nur alle 2 Wochen. Dazwischen haben wir keinen Kontakt. Und sie geht auch nicht ans Telefon, wenn ich anrufe. Ja, was macht ihr denn? Dann spielt ihr Halma? Habt ihr Sex? Also, ich meine, ich würde mit keiner Frau zusammen sein wollen, die nicht die Nerven hat, mir zurückzuschreiben oder zurückzurufen. Hätte ich keinen Bock drauf, ne? Es muss ja nicht nach 2 Minuten sein. Und ja, es wird, selbst wenn ihr jetzt noch Sex haben solltet, wird der auch aufhören, kann ich jetzt schon sagen. Das kannst du vergessen, ne? Und selbst wenn du jetzt ein super Dating-Game hast und sich das wieder so ein bisschen ändert, wird, sobald du irgendwas, da irgendwas nicht läuft oder du mal irgendeinen Wunsch hast, wird sie wieder so sein. Also das, du willst, da kannst du auch keine Beziehung. No relationship material an diesem Punkt. Also so wie sie sich hier gibt, nicht, würde ich mal sagen. Ne? Wenn sie bei mir ist, läutet ständig ihr Telefon, sie schreibt über WhatsApp, was ich komisch finde. Alter, tu dir das doch nicht an, ey. Mann. Bro, lass den Scheiß, ey, echt. Meinst du mit, vermute mal, dass sie nicht nur dir solche Spielchen spielt, aber egal, jetzt geh da nicht, lass sie einfach, würde jetzt auch nicht in so einen Frust oder sowas gehen, lass sie einfach und lass sie ihr ein Ding machen, aber gib ihr keine Energie, wirklich, ne? Was ich komisch finde, dass sie mir ja auch nur selten schreibt, oh Gott, ey. Nachdem letzte Woche wieder ein Treffen anstand, dass ich jetzt zum ersten Mal, habe ich abgesagt und das finde ich gut. Und sie daraufhin das zweite Treffen mit, ich habe heute auch keine Zeit, war meine Geduld nach insgesamt 20 Versetzungen am Ende, ja, endlich. Nun geht es mir nach 4 Tagen echt mies und ich bin mir nicht sicher, ob ich überreagiert habe und der Fehler doch bei mir liegt. Nee, ich sehe da überhaupt keinen Fehler. Aber du hast natürlich eine Eis-Kalt-Beziehung gemacht und die machen bekanntlich süchtig. Das ist eine toxische Dating-Situation. Ich würde sagen, mach einen Liebeskummerkurs. Meine 4 Tage ist jetzt, das kann ja mir auch mal schlecht gehen und du hast da Hoffnung reingesetzt, weil das ist genau diese ganze Scheiße. Lovebombing, Fast-Forwarding, dann bricht's ab und das ist halt wie bei einer Droge. Du hast erst das High, dann hast du das Low und dann hast du Entzugssymptome. Ne? Anders kannst du das nicht sehen, aber du hast alles richtig gemacht. Irgendwie kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Schaue deine Videos und lese im Blog. Bin mir sehr sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und das ändert sich nach ein paar Stunden wieder und ich beginne zu zweifeln. Mein Lieber, da gibt es keinen Grund. Lasst mir ein Abo da. Dann seid ihr bald tot. Ist die 30K-Challenge auf meinem Kanal. Ich möchte gern 30.000 Abonnenten haben, ist mein Wunsch, wenn mein Buch rauskommt. Vielleicht schaffen wir das, schaffen wir bestimmt. Und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.